Ja, hallo und guten Morgen. Hier ist der Frank von fotologbuch.de und ich habe ein paar Neuigkeiten für euch, die möchte ich euch ganz gerne in diesem YouTube-Video hier erläutern. Wenn man es theatralisch nennen würde, würde man sagen, okay, es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht, aber ich denke mal, das kriegen wir ganz gut hin. Ich öffne mal hier dieses Fenster. Ihr habt ja im Moment immer ja, die Videos von mir, die Lightroom-Videos, alles Mögliche zu allen möglichen Themen hier auf einem Kanal gesehen, der war mehr oder weniger mit meinem privaten Profil verknüpft und wie gesagt, da wurden alle Themen kreuz und quer eigentlich auch gezeigt. Ich habe inzwischen, wie gesagt, dort 4.700 Abonnenten fast, wie gesagt, habe das Ganze aber eben damals vor 4 Jahren ja ziemlich einfach angefangen und diesen ja Kanal möchte ich so langsam neu ausrichten. Das heißt, ich werde hier auf diesem Kanal kein weiteres Lightroom-Video mehr veröffentlichen, aber das war übrigens gerade die schlechte Nachricht. Es geht natürlich weiter. Ich habe einen neuen Kanal erstellt, der Lightroom Doktor. Und dort wird es in Zukunft nur noch Lightroom-Videos geben. Das heißt, es wird kein Photoshop-Video geben oder sonst was. Es gibt nur Lightroom-Videos auf diesem Kanal. Kleine Quick-Tipps, Fragen, die ich euch beantworte, die ich irgendwo gemerkt habe. Alles, wie gesagt, wenn es sich um das Thema Lightroom dreht, wird in Zukunft ja auf diesem Kanal hier der Lightroom Doktor nur noch behandelt werden. Und ihr seht, das erste Video habe ich auch gerade schon hochgeladen. Ja, passend dazu habe ich natürlich auch eine neue Fanpage auf Facebook eingerichtet, der Lightroom Doktor. Würde mich freuen, ja, wenn auch diese Seite hier euch gefällt und wenn dort die Nutzerzahlen ja in der nächsten Zeit rasant wachsen würden. Genauso wie natürlich hier ich ganz gerne mich freuen würde, wenn ihr diesen Kanal auch in Zukunft abonniert. Ja, das war's. Ich hoffe, es gefällt euch und es entspricht auch euren Interessen, wenn es dort ja eine genauere Ausrichtung themenbezogen gibt. Ich bedanke mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Ostermontag und bis zum nächsten Mal, euer Frank von fotologbuch.de bzw. der Lightroom Doktor.